Das Thema heute ist Temperatur im Aquarium und zwar im Speziellen auch die Haltungstemperatur von Discus. Gerade bei der Temperatur im Aquarium ist es also heute so, dass also bei den meisten Fischen eigentlich gar nicht darüber diskutiert wird. Ja, die Angaben bei den Fischen liegen in der Regel irgendwo zwischen 20 und 25 Grad bei den weitaus meisten Fischen aus dem Amazonas. Einige Fische, die, ich sag mal, aus dem nördlichen Amazonasbecken kommen, ja, ich sag mal zum Beispiel Altum oder ein paar Elwälse, da sind durchaus Angaben bis 28, vielleicht sogar 29 Grad im Umlauf beziehungsweise auch in den Empfehlungen zu finden. Das liegt aber daran, dass der Norden, vom nördlichen Gebiet vom Amazonas, also überm Amazonas, dass die quasi direkt auf dem Äquator liegen. Ja, und damit im Grunde die Temperaturschwankungen in den Jahreszeiten kaum noch relevant sind. Ja, und da kann es durchaus sein, dass einige Fische tatsächlich mit etwas höheren Temperaturen konfrontiert sind. Wobei auch da bin ich persönlich der Meinung, dass auch da die Fischer selbstverständlich eine Temperaturrange haben und auch selbst da in den tropischen, also in den äquatornahen Gebieten, dass da also auch eine Regenzeit stattfindet und dass auch da während der Regenzeit quasi die Hauptvermehrungszeit der Tiere ist und dass da die Temperaturen deutlich kühler sind als das, was in der Literatur zu finden ist. Deutlich kühler. Ja, wie kommt das denn jetzt zu diesen Angaben? Das Problem bei der ganzen Geschichte ist einfach, die üblichen Temperaturangaben stammen aus Gebieten, wo man als Fänger, als Turi oder was auch immer tatsächlich hinkommt. Ja, das sind Gebiete, die meistens entweder direkt im Fluss oder ein klein bisschen landeinwärts zu finden sind. Und üblicherweise während, also nicht gerade während der Regenzeit gemessen werden. Es ist aber so, dass während der Regenzeit unglaubliche Wassermassen vom Himmel fallen. Und während dieser Zeit scheint erstmal natürlich nicht die Sonne nicht ganz so extrem, weil nämlich halt öfter mal Wolken davor sind. Dazu kommt, dass dann also während der Regenzeit, also die Regengüsse, also wirklich richtig erheblich sind. Ja, dass also da die Flüsse, also auch die Seitenarme, also auch die Zuflüsse zum Amazonas ganz massiv überschwemmen. Also das Gebiet rundherum massiv überschwemmt wird. Ja, man muss sich einfach mal vorstellen, die gesamte Amazonasebene, also bis rüber nach Kolumbien und also quasi da, wo der Amazonas überhaupt erst zum Amazonas wird. Diese ganzen Bereiche, diese ganzen, also die Umgebung, ja, also im Prinzip fast durch den ganzen, quer durch den ganzen Kontinent liegt der Höhenunterschied zum Meer bei ganz, ganz wenigen Metern. Ja. Daher kommt das auch, dass eben während der Regenzeit, ganz besonders im Amazonasbecken, dass da also der Abfluss des Regenwassers aus der Regenzeit nur relativ schleppend ist. Ja.
Das ist kein reißender Strom. Nicht umsonst ist der Amazonas kilometerbreit. Also nicht einen Kilometer breit, sondern mehrere Kilometer breit. Ja, das liegt einfach daran, dass da keine große Fließgeschwindigkeit stattfindet. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt natürlich auch Gebiete, wo mehr Wasserbewegung ist als woanders. Aber da ist es so, dass eben auch dadurch, dass da keine so große Fließgeschwindigkeit ist, also durchaus auch die Wassertemperaturen während der Trockenzeit, also der Zeit, wo also quasi kein Regen fließt, ja, kein Regen vom Himmel kommt oder nur minimal, dass also selbst da der Wasserabfluss gering ist und entsprechend heizt sich das Wasser auch durchaus auf. Ja, und da gibt es natürlich auch Gebiete, wo das Wasser zwar abgelaufen ist, aber da bilden sich ja so Restwassertümpel. Und diese Restwassertümpel, bevor die austrocknen, steigen tatsächlich die Temperatur durchaus bis auf 32, teilweise 35 Grad an. Aber üblicherweise liegen die Temperaturen im Amazonas nicht über 30 Grad. Ja, und dann kommt natürlich noch hinzu, dass während der Regenzeit, also gerade die Zeit, wo sich unsere Fische vermehren, also in der Natur, im Amazonasgebiet, da ist es so, dass die Vermehrungszeit fast aller Tiere, also fast aller Fische, eben genau in diese Regenzeit fällt. Ja, das ist erstmal die kühlste Zeit im Jahr. Der größte Wasserstand, also der höchste Wasserstand, das Land ist kilometerweit überflutet und kilometerweit im Landesinneren, im Urwald, findet die Vermehrung der Tiere statt. Ja, und das unter absolutem Schattendach, weil also die Urwälder sind da, wie gesagt, komplett überflutet. Natürlich die Blätterdächer sind natürlich nicht überflutet. Also das heißt, da ist nicht nur die Masse von Wasser aus der Regenzeit, die sowieso kühler ist als während der Trockenzeit, kommt noch dazu, dass eben das Wasser auch noch zum größten Teil abgeschattet ist. Ja, also dass da erstmal gar kein so großer Sonneneintrag oder Wärmeeintrag in das Wasser erfolgt. Ja, erschwerend kommt dazu, dass eben so weit ins Landesinnere, dass man da quasi nicht mehr hinkommt. Ja, da kommen selbst die indigenen Bevölkerungsschichten, die da leben, kommen selbst mit ihren Kanus nicht an die Stellen, wo, also an die äußersten Grenzen des Wasserstandes. Das heißt, es besteht überhaupt gar keine Möglichkeit, reale Temperaturen zu nehmen. Ja, aber alleine die Logik sagt, wenn das Wasser kilometerweit ins Landesinnere überschattet zu finden ist, riesiger Wasserflächen, und trotzdem findet da eine nennenswerte Verdunstung statt. Verdunstung erzeugt Kälte, ja, also per se, das ist die kühlste Zeit im Jahr im Wasser. Ja, also genaue Zahlen weiß keiner, ja, weil es die einfach nicht gibt, weil man die nicht erheben kann, weil da kommt keiner hin. Ja, also von daher sind diese Angaben hier von wegen 27 bis 29 Grad und dann ausgerechnet für einen Diskus schon mal ziemlich fragwürdig. So, man muss also auch noch wissen, dass der Diskus im gesamten Amazonas vorkommt, also im gesamten Amazonasbecken vorkommt. Ja, also von den Anfängen des Amazonas, also von da, wo der Amazonas überhaupt erst Amazonas genannt wird, bis nah ans Meer, an die Mündung des Amazonas. Also der Diskus kommt das über den gesamten Amazonas vor. Also entsprechend hat er auch eine unglaublich große Range an Temperaturen. So, dann fragt man sich,
wenn der Diskus ja überall herkommt, aus dem Amazonas, wie kommt es, dass der Diskus überall in der Literatur mit Angaben von 27 Grad als mögliche Untergrenze bis 29, 30 Grad geführt wird? Aber alle anderen Fische rundherum, die mit dem Amazonas gleichzeitig zusammenleben, da ist kein einziger dabei, der solche hohen Temperaturen angegeben hat als Haltungstemperaturen. Ja, die liegen alle zwischen 20 und 25, vielleicht 26 Grad. Oder fast alle. Es gibt Ausnahmen. Ja, aber ich behaupte mal, dass diese ganzen Ausnahmen eigentlich auch ihre Gründe haben und die nicht unbedingt am ursprünglichen Habitat zu finden sind, sondern an Gründen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. So, das heißt, also der Diskus ist so ziemlich der einzige Fisch, der von Oberlauf bis nah an die von fast Quelle, also von wo der Amazonas Amazonas genannt wird, bis knapp zur Mündung überall vorkommt. Das heißt, der müsste eigentlich von der Logik her keine anderen Temperaturangaben haben als alles andere, was auch mit ihm rumschwimmt. Ja, der Neontetra, der quasi uns schon seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten begleitet, der Neontetra wird mit Temperaturen von 20 bis, ich glaube, 24 Grad in der Literatur geführt. Und der schwimmt mit dem Diskus zusammen. Der rote Neon, der wird etwas höher angegeben. Der kommt auch ein bisschen weiter westlich vor. Und also auch Richtung, auch näher zum Äquator hin. Aber der wird, glaube ich, auch bis 25 Grad oder vielleicht sogar bis 26 Grad, aber von, ich meine, 22 Grad an wird der geführt. Skalare, genau das gleiche Problem. Altum, die quasi aus den nördlicheren Gebieten kommen, also den Äquator näheren, die werden durchaus auch bis 29 Grad angegeben. Aber auch da bin ich mir ziemlich sicher, dass da also auch die angegebenen Temperaturen nicht unbedingt naturentnommene Temperaturen sind, sondern auch aus der Haltung sich entwickelt haben. Und das ist auch der Grund, warum der Diskus mit solchen Temperaturen angegeben wird. Nicht, weil der im Amazonas da am Amazon Store geht und sich da sein Ganzkörperkondom, Ganzkörperheizdecke abholt, weil sonst wäre es ja unlogisch. Ja, also warum sollte ausgerechnet der Diskus als einziger Fisch da im ganzen Amazonasgebiet, warum sollte ausgerechnet der bei 27 bis 29, 30 Grad gehalten werden und alles andere soll bei deutlich niedrigen Temperaturen angehalten werden? Ja, wie kommt sowas? Wie kommt sowas? Also wie gesagt, wir haben festgestellt, im Amazonas gibt es kein Amazon Store, wo die Diskus sich ihre kostenlosen Ganzkörperheizdecken abholen. Ja, wie kommt das denn trotzdem dazu, dass der Diskus in der Natur, ja, neben dem, sagen wir einfach mal, roten Neon, der da jetzt bei 23 Grad schwimmt, warum der Diskus, der daneben schwimmt, warum der aber 29 Grad haben muss? Was ist das für eine Unlogik oder Logik?